Also ich sag dir ehrlich, Dominik mag dich nicht. Ehrlich nicht? Ja. Er kam mir aber voll nett rüber. Ja, wegen mir mag er dich nicht. Wieso? Weil ich gesagt habe, dass ich dich interessant finde. Und er mag dich? Mhm. Also er kämpft schon seit Tag 1 um mich. Ehrlich? Ja. Als ich gesagt habe, ich freue mich übel, dass Sasa jetzt da ist. Ja. Er hat sich schon ein Lapdance verdient, weil er so attraktiv aussieht. Und dann der so, der ist attraktiv, der ist gar nicht hübsch und so. Jeder zweite bei uns sieht so aus und so. Und dann ich dann so, also ich finde den mega. Wenn dein Name fällt und du dann mit Sasa irgendwie weißt du, blöd, ich will da vorkommen. Ich habe nichts gegen Sasa. Ich sehe ihn auch ehrlich gesagt nicht als Konkurrenz oder sonst irgendwas. Ich mache einfach mein Ding. Oh mein Gott. Ich habe ihn voll gemacht. Juckt mich nicht. Ich finde es in Ordnung, wenn man eifersüchtig ist, weil eine gesunde Eifersucht ist eben immer okay. Richtig. So sage ich auch. Richtig. Du zeigst auch Interesse bei mir. Wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall, so bin genau, ich auch. Ja. Ich bin der Verführer, den man so kennt. Ich werde meinen Namen auf jeden Fall Ehre machen und weiter auf Attacke gehen. Ach Mann. Heute gibt's glaube ich keine Nudeln mit Sahnesoße, wie wir eigentlich machen wollten. Wir haben es voll vergessen, ne? Zu kochen. Hast du keine Idee, wie wir deine Laune verbessern können? Kannst das ruhig aussprechen. Boah, ich hätte Bock auf so einen Döner. Und auf dich. Was sage ich? Elefant im Porzellanladen, nein, oder? Auf dich im Sex on the Beach. Ach. Zusammen in der Badewanne mit Schaumbad. Eine Flasche Sekt und ich auf dich. Ah, okay. Du hast voll schöne Augen, Alter, krass. Oh, danke schön. Und du aber auch. Ich mag sehr braune Augen. Ich hasse sie. Ich hätte so gerne helle Augen, aber okay. Ich habe direkt gesagt, ich mag seine Augen. Ehrlich? Ja. Meine? Die ja sind verlässlich. Nee, ich finde die voll schön. Gabriela ist null sein Typ. Null. Was steht da? Sowas wie Laura. So gemachte Titten, gemachte. Sasa steht auf Frauen, die gemacht sind. Da gibt's nicht zu viel. Witzig. Ich Lippen, immer gesagt, Brüste, ich auch immer so. Arsch. Ich auch es muss immer alles gemacht sein. Solche Nägel, der stirbt. Echt? Aber du bist ja gar nicht so. Ja, deswegen haben sich auch alle so gewundert, dass es sich für mich interessiert. Aber Gabriela null. Wäre ich gar nicht so dein Typ eigentlich? Doch, schon. Aber. Ja, ich schwöre, das würde ich doch jetzt gar nicht so mit dir reden und mich so kennenlernen. Das würde ich sagen, ja, alles cool. Aber. Das ist halt so dieses Ideal, was ich sage. So blonde Haare, gemachte Brüste, bla bla. Ich bin halt komplett natürlich, ne? Können wir ändern. Gemachte Frauen sind in der Regel wilder. Nö. Doch. Diese steile These sollte die empirische Psychologie mal unter die Lupe nehmen. So. Eine Frau, die komplett gemacht ist, die gibt sich auch viel mehr Mühe im Bett, weil sie so selber einen Knacks hat, weil sie so viel Sachen an sich gemacht hat, dass sie selber so denkt, ich bin die Geilste. Ich finde, ich bin die Geilste. Ja, das ist aber gesundes Selbstvertrauen. Ich habe ein übelstes Selbstvertrauen. Also, mega, ich hatte ich finde nicht alles an mir perfekt, deswegen mache ich ja auch nichts an mir. What the fuck are we talking for? Ihr Körper ist sehr ästhetisch. I got no time to talk. Boah, ich liebe Füße, weißt du, ich habe den Fußfetisch. Und ihre Füße sind auch voll geil. Also, was sind so deine Fetische? ich bin schon ein bisschen härter und wilder. Musik? Oh shit, Gabi! Come on! Dann gefällt's auch richtig, das ja. Ich bin da so gechillt mit echt. Das muss man den beiden wohl nicht zweimal sagen. Ich glaube, Gabi macht das einfach ein bisschen, um mich zu provozieren. Die beste Begrüßung, die ich jemals hatte. Das aber juckt mich nicht, ey.